Hallo und willkommen. Ich bin Renata Leufen und ich möchte heute das Thema Abschaffung der Schulpflicht in Deutschland ansprechen. Das ist ein ganz wichtiges Thema, weil solange es in Deutschland die Schulpflicht gibt, was übersetzt heißt Schulzwang, kann es in Deutschland keine Bildungsfreiheit geben und keine Lernfreiheit. Und wenn das Lernen nicht frei ist, wenn die Bildung nicht frei ist, wenn die kindliche Entwicklung nicht frei ist, wie kann es dann freie Bürger und Bürgerinnen geben? Der deutsche Schulzwang wird aufrechterhalten, weil die Personen, die derzeit in den Machtpositionen sind, Angst davor haben, dass wir Jugendliche und junge Erwachsene haben, die anders denken, die andere Forderungen und Anforderungen an das Leben und an den Staat stellen, die sich selbst verwirklichen und die auch frei sind und finanziell frei werden, die ganz einfach wissen, was für ein Leben sie haben und führen möchten und die in der Lage sind, ganz neue Sachen zu machen. Das deutsche Schulsystem ist dahin ausgerichtet, angepasste Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in Firmen heranzubilden und zu züchten. Denn was im deutschen Schulsystem passiert, das ist keineswegs normal und das ist keineswegs gut und richtig und das führt nicht dazu, dass wir eine gerechte Gesellschaft haben, in der Menschen ihr Potenzial voll entfalten und entwickeln können. So, wenn die deutsche Schulpflicht nicht richtig ist, wenn der Schulzwang abgeschafft werden soll, wie soll das überhaupt funktionieren? Wie kann das vor sich gehen? Sollen wir uns jetzt vorstellen, dass es Massendemonstrationen gibt oder dass irgendwann mal wirklich wahrgenommen wird, wie unschuldige Eltern in Deutschland verfolgt werden, weil sie Bildungsfreiheit haben möchten und weil sie zum Beispiel wie ich ihre Kinder nicht zur Schule schicken? Die Lösung ist ganz einfach und die Lösung ist schon da. Nämlich, wenn wir in die erste deutsche Verfassung schauen und wenn wir uns der Tatsache bewusst werden, dass sogenannte große Deutsche wie Johann Wolfgang von Goethe und Theodor Fontane und viele, viele andere nie zur Schule gegangen sind. Und wenn wir in die erste deutsche Verfassung hineinschauen, dann finden wir einen Artikel, nämlich Nummer 154. Und dieser Artikel sagt, der häusliche Unterricht unterliegt keiner Beschränkung. Und das ist die Lösung, die wir brauchen, dass wir diesen Artikel nehmen, der ganz bewusst in die erste deutsche Verfassung mit aufgenommen worden ist, von Menschen, die diese Verfassung geschrieben haben und die Deutschland die Bildungsfreiheit geben wollten und auch die Freiheit des Lernens, die es also den Bürgern und Bürgerinnen ermöglichen wollten, selbstbestimmt und frei und ohne Angst zu lernen und zwar auch ganz alternativ. Wer in Deutschland kennt heutzutage zum Beispiel den Pädagogen Berthold Otto aus Berlin, der sich seinerzeit so stark für den häuslichen Unterricht eingesetzt hatte und der auch wirklich schlagkräftige Argumente dafür gefunden hat. Wer erinnert sich daran oder wer weiß, dass die erste deutsche Verfassung gar keinen Schulzwang hatte, gar keine Schulpflicht vorschrieb? Die Lösung ist, dass wir diesen Artikel nehmen, Nummer 154, der häusliche Unterricht unterliegt keiner Beschränkung, und dass wir ihn wieder einfügen in die derzeitige deutsche Verfassung. Das würde garantieren, dass
Eltern ihre Kinder zu Hause unterrichten können, in privaten und freien Schulen und natürlich auch weiterhin in die sogenannten normalen staatlichen Schulen schicken können. Was würde ein Umdenken in Deutschland bewirken? Gutes. Denn wir sprechen hier nicht von Eltern, die ihre Kinder vernachlässigen. Wir sprechen hier doch nicht von Eltern, die nicht in der Lage sind, ihre Kinder zu erziehen. Sondern wovon wir hier sprechen, das sind verantwortungsbewusste Eltern, die sich überlegt haben, was am besten für ihre Kinder ist. Es liegt an uns, mit dem Unsinn aufzuhören und der Schulzwang, der mit Polizei und elterlichem Sorgerechtsentzug, ach wie schön oder ach wie furchtbar, durchgesetzt wird, ist einfach Unsinn. Wir brauchen keinen Schulzwang. Deutschland ist so und so in einer Lage, die jetzt, was die Zukunft betrifft und das Bildungswesen angeht, nicht sehr positiv aussieht. Schauen wir einfach mal jetzt 50, 100 Jahre in die Zukunft und überlegen wir, was dann passieren wird. Sachen, die anstehen, sind zum Beispiel die Kolonisierung des Planeten Mars und andere Sachen. Die Raumfahrt wird eine eigene Industrie werden und Bürger werden sich das Weltall anschauen. So wie man heute in Urlaub geht. Unser Weltbild wird sich komplett verändern und umändern. Wenn wir jetzt uns die Statistiken aus Amerika anschauen, dann erstaunlicherweise oder nicht erstaunlicherweise sind Deutsche oder Deutschstämmige gar nicht bei den Personen so vertreten, die eigene Firmen gründen. Das heißt, Deutsche sind gar nicht risikofreudig, sondern anscheinend tatsächlich genormt ruhige, angepasste Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in Firmen zu sein und jetzt nicht in dem Sinne freie Unternehmer. Und das ist schade und das ist traurig, dass wir Deutschen ein Volk geworden sind, das immer mehr bergab geht, das immer mehr nach unten sinkt, denn Deutschland ist kein besseres Land geworden. Und wenn jemand sagt, ach, Deutschland ist so frei, Deutschland ist so demokratisch, was ist dann mit den Hartz-IV-Empfängern, was ist dann mit den armen Menschen, die in die Einrichtungen, in die Tafeln gehen, damit sie überhaupt was zu essen bekommen, was ist dann mit der zunehmenden Verarmung in Deutschland und was ist mit der zunehmenden Unzufriedenheit in Deutschland? Wir sind weder ein freies Volk, noch ein glückliches Volk und tatsächlich sind wir auch kein Volk mit Zukunft. Warum? Weil das Denken in Deutschland eingesperrt worden ist, weil das Denken, die Freiheit des Denkens und das heißt natürlich dann auch die Freiheit der Bildung ganz einfach abgeschafft worden sind. Wo gibt es freie Denker in Deutschland? Wo traut sich jemand in Deutschland heutzutage seinen Mund aufzumachen und die Wahrheit zu sprechen? Was war zum Beispiel mit Schriftstellern, die ihren Mund aufgemacht haben? Sei es jetzt Günter Grass oder andere und die dann zeitweise einfach im Ausland gelebt haben, weil sie Probleme mit der Polizei bekommen haben. Deutschland ist heute ein Staat, der die Freiheit unterdrückt. Deutschland ist heute ein Staat, wo Bürger und Bürgerinnen nicht frei leben und denken können. Und das ist äußerst besorgniserregend. Denn die Zukunft gehört nicht den Nationen, die ihre Bürger bevormunden, die die Freiheit ihrer Bürger und Bürgerinnen abschaffen und beschränken, sondern die Zukunft gehört den Nationen, die die Menschenrechte wirklich als Priorität ansehen und die die Bildungsfreiheit verwirklichen. Und wenn jetzt jemand sagt, okay,
in den USA und in England und in Frankreich und in Holland und in Australien und in Spanien, da können, und in vielen anderen Ländern, da können sie ihre Kinder zu Hause unterrichten, da braucht kein Kind zur Schule zu gehen. Aber in anderen Ländern, wie zum Beispiel der Ukraine und wie Deutschland, und da müssen die Kinder halt zur Schule gehen. Da geht es halt einfach nicht anders. Das ist doch totaler Quatsch. Der Schulzwang muss abgeschafft werden, wenn wir wirklich ein Volk sein möchten, das normal denkt und das auch normal lebt. Die Existenz des Schulzwangs zeigt jedem, dass Deutschland kein in Anführungsstrichen normales Land ist, dass Deutschland keine Demokratie sein kann. Und wenn jemand einmal einen Dokumentarfilm drehen würde über alle Fälle von Verfolgung von Eltern, die ihre Kinder nicht in die Schule geschickt haben oder die vielleicht einfach eine ganz andere freie Schule gründen wollten, dann wäre das ganz einfach ein Horrorfilm. Und dann wäre das ein Film, der den Verbrechen, die unter dem Nationalsozialismus geschehen worden sind, nicht sehr, sehr weit nachstehen würde. Darum, jeder vernünftige Mensch wird einsehen, dass Deutschland tatsächlich in einer Krise ist. Die Krise wird verdeckt. Die Krise soll nie frei herauskommen. Und in 100 Jahren wird Deutschland vielleicht gar nicht mehr existieren. Wer weiß, was alles passieren wird. Es ist schade und es ist traurig, dass Rechte, die uns gehören, uns vom Staat weggenommen und geklaut worden sind. Es ist höchste Zeit, den Schulzwang abzuschaffen und ein freies und wirklich demokratisches Bildungswesen einzuführen. Es ist höchste Zeit, dass wir und speziell unsere Kinder und Jugendlichen endlich aus diesen ganzen psychologischen und sozialen Gefängnissen herauskommen, das heißt aus Normen, die gar keinen Sinn machen und die den Fortschritt tatsächlich behindern und die Menschen daran hindern, ihrem Gewissen zu folgen und so zu leben, wie sie leben möchten. Und solange es den Schulzwang und die Schulpflicht in Deutschland gibt, solange wir ein Bildungswesen haben, das Kinder vom Lebenserfolg so brutal ausschließt und Wege verbaut. Denn wie viele begabte Kinder haben wir, die in unserem Schulsystem komplett kaputt gemacht werden? Solange wir diese Struktur der Ungerechtigkeit aufrechterhalten, sind wir weder ein freies Volk noch auf dem richtigen Weg. Der Schulzwang ist nicht der richtige Weg, und mit dem Schulzwang werden wir als Nation nicht in die Zukunft hineinkommen können, in die wir hineinkommen müssen, nämlich die Zukunft ist Innovation, die Zukunft ist Freiheit, und wer diese Strukturen der Dunkelheit mit Gewalt aufrechterhält und sich sogar nicht schämt, die Polizei gegen wehrlose, unschuldige Eltern einzusetzen und Kinder in Handschellen vielleicht sogar oder in Ketten in die Schulen zu führen, der wird sehen, dass diese Strukturen einmal, eines Tages, alle zusammenbrechen. Und wer weiß, vielleicht steht Deutschland heute vor einem gewaltigen Zusammenbruch. Wer weiß, wie die Maske Demokratie, die Deutschland heute
aufrecht erhält, wie lange sich solch eine Lüge überhaupt noch aufrecht erhalten lässt.